Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei unserem Ragnarok Online Let's Play. Und zwar sind dabei der... Ja, jetzt sagt mal euren Namen bitte. Nö. Ich muss uns vorstellen. Was ist das denn für eine Art? Der Metzel. Das steht auf Männchen. Die Salia. Hallo. Salia 87, Entschuldigung. Und der King Salmus. Ja, und ich, die Ripka. Ja, Aufstehparty. Genau. Und wir haben vor, zu Floras zu gehen. Habe ich richtig mitbekommen. Yeah! Richtig. So, dann lauf also mal vor. An dieser Stelle dann auch nochmal von mir aus. Hallöchen, liebe Freunde von Massenpaniken, so wie das hier gerade aussieht. Hier. Ja. Ja, mach du, da mach du gerade. Nee, ich wollte sagen, dann lass ich mal Salia noch mit der Begrüßung vor. Ladies first, du drängst dich ja immer vor. Natürlich. Ich brauche niemanden zu begrüßen. Bei mir guckt keiner. Ja, wenn du halt mit so Fallout 4 übertreibst, 6 Videos an einem Tag. Hab ich gar nicht. Doch, für mich. 3. Bei mir stand überall ein Tag zurück, von daher, das ist dann für mich. Und von mir auch ein Hidey-Ho an der Stelle. So, also, wir haben ja letztes Mal schon entschieden, dass uns die Zombies viel zu lame sind. Und damit Salia laggt. Die Salia laggt. Und damit ich noch weniger zu tun habe, du fauler Hund. Ja, gehen wir jetzt zu Fernkampfmonstern. Juhu! Ich bräuchte nur Feuerpfeile vorher. Ich weiß gar nicht, kriege ich hier Feuerpfeile? Cool, weiß ich nicht. Also, wir müssen. Ich zeige das gerade mal auf der Karte. Wir müssen hier rüber. Ups. Da drüben hin, nach Komodo. Wieder raus. Von rein von der Strecke her, ja, also erst nach Morok und dann nach Komodo rüber. Salia, folg du mal lieber Komodo den anderen erstmal, weil ich muss noch mir Pfeile besorgen. Als Fernkämpfer, wir gehen nämlich jetzt zu Monstern, die feueranfällig sind. Deswegen Rübgars Feuerangriff natürlich sehr praktisch I ist. I will kill you. Und auch ich deshalb Feuerpfeile brauche, weil die dann effektiver sind. Aber ich kann hier nur Arrows und normale Silver Arrows kaufen. Verdammt. Gab es einen Händler, wo ich die kriegen kann? Nein, die musstest du herstellen lassen. Ach, verflucht. Soll ich gerade mal in Prontera gucken? Ah, nee, passt schon. Dann nehme ich erstmal normale Pfeile. Ich bräuchte halt einfach mal den Zusatzskill für den Archer, weil der Archer hat, ich glaube, wir haben euch schon mal von den Zusatzskills ein bisschen was erklärt. Der Archer hat halt einen Zusatzskill, womit er aus Gegenständen Pfeile sich selbst herstellen kann und dann auch natürlich dementsprechend sich diese Elementpfeile besorgen kann. Was ist denn das denn wenn er für die eine? Material. Wer dann? Kaka Carrot Cake. Das ist ein Homunculus. Welcher denn? Den kenne ich gar nicht. Das ist eins von den neuen. Es gibt neue Homunculi? Neue blutrünstigen Homunculi, ja, genauso wie die Bienen hier. Ich habe gerade das tierische Verlangen, eine Fliegenklatsche auszupacken. Ich kenne nur hier den Pudding da hinten. Ja, der Pudding, Mochi. Der ist alt. Es gab ja früher nur 4 Homunculi in 2 Varianten. Die sind ja, die klein und. Nee, ich glaube 3 waren das. Nee, 2 Varianten. Die hässliche Variante und die schöne Variante. Ja, so klein ja, und groß. Davon jeweils 3. So, die Damen wollen wir uns schon mal. Ja, wo soll ich hin? Ich sehe dich nicht. Hier mittendrin stehe ich. Ah. Genau. Und jetzt da oben die Kafra und jetzt geht es im Teleport-Schneckentempo nach Morok. Na, hallo, ich will Zielort auswählen. Ah, und Morok, 2400 Seni. Du hast noch die Karten. Nee, du hast Teleport-Free. Du hast Tickets. Ach ja. Die zerstörte Wüstenstadt. Bin ich richtig? Yeah! Was war sie so prachtvoll? Was war sie so mächtig? Ich habe es geschafft! Hier ist was weniger los, das ist viel angenehmer. So, und bevor die Rübka jetzt in Jubelstreie ausbricht, direkt hier mit der Kafra reden, Teleportdienst. Es geht weiter nach Komodo. Komodo Varan, Bedummt. Verdammt. 5 Euro in die schlechte Witzekasse. Okay, genau. Bitte Aber apropos schlechte Witze. Als Salia das Spiel vor ein paar Tagen, Wochen, das erste Mal in die Hände genommen hat, hat sie sich direkt wieder ausgelockt, nachdem ihr am Startbildschirm eine halbnackte junge Dame entgegengrinst hat. Nachdem ihr dann erklärt haben, dass das sich dabei um einen der weiblichen Second Jobs des Archers handelt, nämlich die Dancer, war sie beruhigt.
Und jetzt kannst du sagen, willkommen in der Hauptstadt der Dancer und der Barden. Ich würde auch gerne mal eine Dancer machen. Am besten einmal bei der Kafra auch wieder speichern, damit wir und Alchemist. Genau, und die Kafra ist die leicht bekleidete junge Dame hier. Ja. Den ist hier nämlich unten zu heiß. Mhm. Um noch kurz zu Morok erklären, für alle, die es nicht wissen, es gab nämlich eine Storyline in Ragnarok Online. Ich glaube, man kann es ein bisschen vergleichen mit einer ähnlichen Storyline in WoW, wo es am Ende darum nämlich ging, dass ein mächtiges Wesen, was unter Morok eingesperrt oder verbannt war, wieder auferstanden ist, der sogenannte Satan-Morok, der dadurch die ganze Stadt zerstörte. Ja, seht ihr, liebe Blizzard-Anhänger? Wir hatten schon vor euch ein altes Vieh, was aus der Erde kommt. Und Dinge zerstört. So wie jedes andere Online-Spiel. Ja, aber wo ist eins der ältesten? Okay, ich habe gerade ganz schön viel SP verschwendet. Haha, ja, sehe ich gerade. Aber wo wir gerade von WoW reden, habt ihr den neuen Cinematic gesehen? Nö. Nein. Hat man nicht das Legion Cinematic gesehen? Ich habe absolut kein Interesse an dem Film. Wieso Film? Das ist das neue Add-on. Ach so, noch weniger Interesse daran. Wait for me. Wart mal auf Rybka, sonst direkt die wieder, wie üblich. Ich bin doch gar nicht gestorben. Hier ist ja nichts. Fisch. Hier ist doch nichts aggro, außer die da. Ich locke sie an, aus. Ach, wie auch immer. Ja, das ist sehr klug. Hast du denn gespeichert? Ja, hab ich. Hier hat gerade irgendwas gehupt. Warum lässt du nicht den Fernkämpfer in Ruhe killen und warum hat die gute Rybka nicht mit attackiert? Weil ich aus Versehen falsch gedrückt habe. Ja. Naja, ich hab mich. Unsere Katzen werfen gerade da irgendwas runter. Kannst du mal kurz gucken? Ja. Danke. Sorge dafür, dass ich überlebe, bitte. Einen Moment. Gut, lassen wir sie jetzt alleine. Ja, schnell weg hier. Ja, du musst erstmal herkommen. Ich bin ja schon wieder voll unterwegs. So. Ich bin sowas von bereit. Die arme Salia ist so überfordert, sie redet gar nicht. Oder sie denkt gerade an Fallout 4. Ja, das sowieso. Mein Kopf liegt gerade bei StarCraft. Ich hätte Dogmeat gerne dabei jetzt. Bloß nicht. Und wie ist das Spiel so bis jetzt? Geil, absolut geil. Ich bin total begeistert. Ich weiß gar nicht, worüber ich mich am meisten freuen soll. Es ist großartig. Und ich werde mich ewig damit beschäftigen. Ja, ist ja nicht so, als hättest du nicht genug Ewig-Projekte. Ich bin berühmt-berüchtigt für meine Ewig-Projekte. Oh ja, das bist du. Ist das hier mal eine Imba-Aufstellung oder was? Kampfaufstellung. Mhm. Hast du zufällig noch ein Potion für mich? Also so ein Dings hier, Concentration? Ich bin wieder da. Ja, hab ich. Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, meine Aufnahme hat irgendwie aufgehört. Moment, ich probier gerade mal was. Ah, nee, jetzt. Ja, dann hast du jetzt gerade nur so eine Tonspur. Nee, war alles gut. Alles gut. Das lief noch weiter. Da war nur, ich nehme gerade hier über Windows 10 Funktion auf und der Timer war oben verschwunden. Deshalb habe ich gedacht, der hätte aufgehört, hat er aber nicht. Hast du wenigstens zwei Monitore, dass du quasi alles über den zweiten Monitor siehst? Im zweiten Monitor läuft derzeit alles andere, ja. Weil aber ich hab nebenbei auch noch mein Handy, die Stoppuhr laufen, also wir haben einen Timer, keine Sorge. Nee, ich meinte jetzt eher, dass du solche Sachen so leicht überprüfen kannst, weil ich habe zum Beispiel das Problem, wenn ich Sachen überprüfen will, müsste ich halt wirklich auf den Dings tappen, auf den Monitor eine und dann Frage ist halt das noch Bild mal weg. Und ja, was denn, Salia? Rybka. Genau, Rybka. Ups, das schneidet ihr jetzt raus. Wenn ich es nicht vergesse. Hallo, könntest du mal schießen? Na, ja, ich versuche ihn doch zu treffen. Aber mein Charakter schießt gerade nicht. Der scheißt gerade nicht. Weg da, Salia, weg da. Uiuiui. Jetzt heil dich, Mädchen. Oh. So, warte. Ich kann nicht so nah dran. Ja, ich will da auch gerade schauen. Ich kann nicht mal mit meiner Wir müssen einen anderen Weg einschlagen. Ich kann den nicht attackieren, weil der auf einer scheiß Dalia, Position ist. Tu mal dein Heal auf Level 3 aufpushen. Dann heilst du mehr als mit Level 1. Ja. So. Vorsicht. Ganz du musst es oben in der Leiste auch nochmal extra hinziehen. So. Ja. Das musst du. Sonst bleibt er bei dem. Jetzt aber.
Meine Güte, warum geht... Ich konnte die ganze Zeit nicht attackieren, es tut mir leid. Musst du dich einfach vielleicht nochmal neu hinstellen? Wollten wir nicht zu den Floras? Wo sind die denn? Ja, komm mit, hier unten lang. Wir müssen erstmal hier durchs Dungeon durch. Wir müssen hier lang. Komodo ist eine Stadt, die umringt ist von Bergen und Höhlensystemen. Und du kommst auch nur halt dahin, entweder durch den sehr freundlichen Kafra-Teleportdienst oder durch die Höhlen. Aber zu der Sache mit der Aufnahme eben, Cyrus. Ich habe jetzt einfach die Aufnahme abgebrochen. Dann macht Windows 10 einen Sound und gibt mir unten eine kurze Textmeldung. Aufnahme gespeichert, da und da und da. Vorsicht, Vorsicht, da unten. Na. Nach der Folge Salir stirbt dauernd, haben wir jetzt die Folge Salir überlebt immer ganz knapp. Nee, danach kommt die Folge Salia stirbt schon wieder dauernd. Wird ein Running Gag. Sie haben Sally getötet. Ihr Schweine! Immer wenn ich angreifen will, ist er schon tot. Lass mal sehen. Beschwer dich bei deinem Freund. Wenn ich ankomme, werde ich angegriffen und bin fast tot. Ja, Sal, wir haben jetzt erstmal... Potion geben. Toll! Ich habe jetzt Firebolt Level 1 drauf gemacht und es war schon vorher tot. Ja, weil du zu spät gecastet hast. Rübka, brüll mal mehr in dein Mikrofon anstatt in den leeren Raum hinein. Oh, da liegt was Kostenloses rum. Meins. Raffgeier. Da liegt was Kostenloses. Geil. Ja, jetzt kommt der Mega Firebolt. Jetzt lache ich ihn aus. Ey, ich komm problemlos wieder hin. Du würdest problemlos nicht dahin kommen. Ich komm überall ohne Probleme hin. Nö, du müsstest um jedes Hydra ganz ängstlich schleichen. Oh, wie viel Leben hat das blöde Vieh denn? Ich glaube, das Ding hat Element Wasser. Deshalb machst du nicht so viel Schaden. Wer hat den jetzt getötet? Der Bogenschütze da. Was soll das denn? Arschkeks! Hallo? Aufs Maul! So. War das Falsche. Ey, was hat er gemacht? Warum zeigst du das Herz? Naja! So, wie heißt es nochmal das Syndrom, wenn man in seinen Peiniger sich verliebt? Was? Keine Ahnung. Das müsstest du doch wissen als Psychologiefachfrau hier. Ich? Ja. Jetzt weißt du, was sie den ganzen Tag macht. Warum? Wieso triffst du mich? Wieso triffst du mich? In der Stadt oder sowas? Was? Ich weiß, was du meinst, aber mir fällt doch gerade der Name nicht Stockholm. Ein. Stockholm? Genau, danke schön. Es war wie eine Stadt. Es war wie eine Stadt. Oh, ja, das hab ich wieso geht ihr denn weiter? Wartet doch, wegen dem Scheren. Ach, scheiß auf Scheren. Ach, ich nehme die XP gern, die ihr nicht wollt. Ja, in der Zeit machen wir schon mal Floras Blatt. Ja, mach ich mehr. Genau, kaputt. Ihr beiden vor allem. Mit wir meine ich natürlich dich. Ja. Ich wollte gerade sagen, gibt's das nicht in irgendeiner Serie? Gab's nicht auch so einen Gag irgendwie von wegen, mit wir meine ich dich? Sind Agiopes auf der Karte? Nein, es sind nur lediglich 5 Mobs auf der Karte. Davon sind Davon sind 3 Herbpflanzen. Einer ist ein Reptil, der ganz viel rumlootet, aber sonst nichts macht. Und das andere sind die 3 Kameraden hier oben. Aber ich schlage vor. Okay. Scheiß auf das Vorschlag. Die überlebt doch. Genau. Die Rübka macht das. Ich schlage vor, dass du mir endlich gleich mal meinen Pott gibst. Hä? Frech werden und dann noch hier. Rübka, das machst du gut. Weiter so. Und dass du mal Share resettest. Gegen sich die Viecher nicht? Ich bin am überlegen, ob ich nicht noch auf Ganzlinger umskille. Vor allem umskillen, genau, weil ein Swordman auch ein Ganzlinger werden kann. Da kommst du bald mal her? Ja, ich bin auf der Karte. Bewegt ihr euch mal, damit ich sehe, wo ihr auf der Karte seid. Ei, ganz oben. Ganz oben. Du bist voll an uns vorbeigerannt. Ganz oben links, wohlgemerkt. Ich dachte, ihr tötet schon mal Monster. Machen wir. Hier oben stehen 3 Floras und die Rübka ist gerade fleißig dabei, die zu zerlegen. Und du voll am Rumhocken, war ja klar. Ja, zusammen mit Salia, was sonst? Ich regeneriere. SP. So. Und Rübka hat gleich keine lootet. Mehr. So, pass auf, dann machen wir jetzt gerade noch hier den Handeln, wenn der Kellner wegrennt. Komm mal her, und dann ist auch schon die Folge zu Ende, meine lieben Freunde.
Schmeiß doch einfach auf den Boden, meine Güte. Nein! Och. Die könnte zerplatzen. Was wollt ihr handeln? Es gibt Alchemisten, die schmeißen Glasflaschen dir an die Stirn, damit du geheilt wirst. Und ja, die haben ja auch einen an der Klatsche. Du machst dir Sorgen, dass der Pott weg ist. Ja! So. Rübka, dein Einsatz. Drogenjunkie. So, die Folge ist nun vorbei und deshalb sag ich tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, liebe Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Wiedersehen.